Hey ihr da draußen und ganz herzlich willkommen zu diesem neuen Video von mir. Ich wünsche euch allen auf jeden Fall noch frohe Weihnachten. Heute ist ja der 25. Hört nämlich das Video auch auf. Und ich dachte mir so als kleines Weihnachtsspecial lasse ich euch mal wieder entscheiden. Und dafür gehe ich so wieder auf meinen Instagram-Account. Da könnt ihr gerne mir auch folgen, falls ihr das nächste Mal auch mitmachen wollt bei solchen Aktionen, weil es darüber einfach am leichtesten geht. Da ist ich Nali.kiss, ich blende es mal ganz kurz ein, aber genug von der Werbung jetzt. Denn ihr dürftet mir entscheiden, welches Pferd ich mir denn zu Weihnachten kaufe, beziehungsweise zu den Weihnachtsfeiertagen. Und ich bin sehr, sehr gespannt, was da rauskommt. Wir werden die Umfragen, beziehungsweise ich habe die Umfragen jetzt schon gestartet. Ich bin gerade so ein bisschen am Warten, bis genug Leute einfach abgestimmt haben. Und dann werden wir sehen, wohin es uns bringt. Und hier sind wir jetzt am Weingut. Ja, was soll man sagen, die Abstimmungen waren relativ knapp und ich habe dann irgendwann gesagt, okay, da stoppe ich jetzt die eine, dass ich die andere starten kann, weil sich's mega oft gewechselt hat. Aber ich denke, dass wir doch zu einem guten Ergebnis gekommen sind. Die letzte Abstimmung läuft gerade und zwar ist gerade die Abstimmung zwischen zwei Pferden und ich bin sehr gespannt, welches von beiden es jetzt wird. Okay, ihr Lieben, ich denke, man konnte sich schon denken, aber es war eine ziemlich eindeutige Entscheidung. Und zwar habt ihr euch für dieses Pferd entschieden. Und zwar der Andalusier in diesem schwarzen, fast schon so ein bisschen braunen Ton auch. Und ich muss sagen, den habe ich noch nicht. Ich habe sehr viele schwarze und weiße Pferde davon, das da vorne, da hinten das schon. Und deshalb waren das auch nur noch zwei zur Auswahl, weil ich kaufe mir keins doppelt. Ich muss sagen, ich hätte mir das Weiße eher gewünscht, aber der ist auch echt hübsch. Also ich würde sagen, wir suchen uns jetzt mal einen Namen aus und da entscheide ich das erste Mal heute mal selbst. Leute, fragt mich nicht, wie ich auf den Namen gekommen bin, aber ich habe Hot Top gefunden und irgendwie finde ich es mega lustig. Ich habe erst gedacht, irgendwas Weihnachtliches, aber ich finde, der Name ist einfach genial und deshalb werden wir ihn jetzt noch auswählen. Ich werde es wahrscheinlich bereuen, aber ich feiere ihn einfach. Okay, wir gehen jetzt auch in den Heimatstall, holen uns das Pferdchen und dann gucken wir uns mal an, was eure Entscheidung von dem Pferd so zu bieten hat. So, und da haben wir auch Hot Top. Ich weiß nicht, warum er keine ganze Gesundheit hat, aber egal. Und ja, muss ich schon sagen, also... Ah, ich freue mich schon, den auszuprobieren. Es sieht schon hübsch aus. Ich muss sagen, ich habe so ein Faible für schwarze Pferde. Ich habe hier auch selbst einen Rappen, also könnte ich nie genug haben. Also die Frisur werde ich erstmal so lassen. Ich finde, die passt eigentlich ganz gut. Und zum absoluten Highlight gehen wir jetzt noch ins Winterdorf. Und ich würde mal sagen, dort suchen wir uns dann ein richtig schönes Winteroutfit aus. Anscheinend sind hier so ein paar neue Sachen reingekommen. So ein bisschen Western-Look-mäßig. Vielleicht sieht es ja ganz gut aus. Aber ich glaube, ich werde doch eins von den altbewährten nehmen. Und dafür kaufe ich mir erstmal diese rote Decke. Weil ich habe so dieses Weihnachtsfeeling noch nicht. Nicht, dass es schon Weihnachten war oder so. Gamaschen in Rot gibt es irgendwie auch nicht mehr. Voll schade. Sonst Trensen etc. Gehen wir mal in einen anderen Shop. Also mit Rot sieht es irgendwie dieses Jahr nicht so gut aus. Das Einzige, was ich gefunden habe, war so das hier und das ist auch wieder ein ganz anderer Rotton. So, das kann ich nicht beantworten. Sonst höchstens dieser Schneemann-Pulli, der sieht eigentlich auch ganz schön aus. Und wie sieht es mit den Mützen aus? Die vielleicht. Aber ich gucke erstmal noch in den anderen Shop. Okay, ich muss feststellen, dass hier wirklich relativ alte Sachen sind, nur. Das ist echt schwierig. Oh mein Gott. Hat sie überhaupt noch so mützentechnisch und so ist auch irgendwie alles weg. Aber so eine Hose wollte ich eh schon immer, deshalb kaufe ich mir die jetzt auf jeden Fall mal. Ich habe die doch schon, ich brauche sie nicht. Oh, warte, nochmal. So, ich dachte, warum ist die schon im Inventar? Und dann brauche ich aber doch noch ein anderes Oberteil, sonst das geht ja sonst nicht. Gamaschentechnisch? Echt schwierig, Leute, da muss ich vielleicht in den Global Shop. Weil das nichts anderes übrig bleibt, werden wir jetzt diese Mütze holen. Die finde ich eigentlich auch ganz okay.
Und von den Oberteilen her habe ich überlegt, entweder wir steigen wirklich ein bisschen auf Braun um. Vielleicht hast du auch irgendwas Schwarzes? Ansonsten wählen wir, glaube ich, doch das hier. Okay, es ist ein bisschen großer, bunter Mix. Oh Mann, ich habe mir es irgendwie schöner vorgestellt. Das ist ja lustig. Egal, aber das sieht schon auch cool aus. Wisst ihr was? Oh, ich habe keinen Platz im Inventar? Ach so, ich habe gerade so ein paar Weihnachtsgeschenke geöffnet. Oder vom Adventskalender und irgendwie habe ich jetzt voll wenig Platz. Wenn wir jetzt noch Gamaschen finden, die so grünlich sind, ich finde, dann sieht es doch sehr weihnachtlich aus. Wieso? Also eigentlich schon so ähnlich, wie ich es mir vorgestellt habe. Und hier haben wir auch was Grünes. Perfekt, Leute. Und jetzt habe ich schon wieder keinen Platz im Inventar. Was soll ich denn jetzt machen? Was lösche ich jetzt? Orangen. Das tut weh. Egal. Okay, Leute. Ich denke, jetzt sind wir wirklich ready für Weihnachten. Ich finde, es ist eigentlich echt süß geworden jetzt. Ich war am Anfang so ein bisschen ohne Ideen, aber mittlerweile. Doch, das ist echt süß. Und damit kann es auch endlich in die Gangartenvorstellung gehen. Also ich würde sagen, meine Lieben, es geht los und ich zeige euch mal die Gangarten von meinem Weihnachtspferd. You, I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. Got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, und das war jetzt auch die Gangartenvorstellung. Ich weiß nicht, mir gefällt das Pferd eigentlich echt gut. Ich habe relativ viele Schwarze schon, deshalb weiß ich nicht, ob es so oft in Benutzung kommt, aber es ist auf jeden Fall echt schön, finde ich. Und ihr habt auf jeden Fall eine gute Wahl für mich getroffen. In diesem Sinne wünsche ich euch aber auch noch wirklich frohe Weihnachten. Ich hoffe, ihr hattet gestern ein schönes Weihnachtsfest mit eurer Familie, konntet die Zeit ein bisschen genießen und trotz dieser, ja, ein bisschen besonderen Situationen, sage ich jetzt mal, ich tue mich schon an wie so ein Lehrer, hoffe ich, dass es trotzdem bei euch wirklich ein schönes Fest war und ihr die Zeit auch genießen konntet mit eurer Familie etc. Ich hoffe auch, dass ihr das, was ihr euch gewünscht habt, bekommen habt, aber vor allem, dass ihr einfach eine wundervolle Zeit mit euren Liebsten hattet und das einfach auch nochmal wertgeschätzt habt. Also so geht es mir immer. Ich sehe das immer so selbstverständlich und da ruft man sich nochmal ins Gedächtnis. Es ist gar nicht selbstverständlich und ich liebe Weihnachten einfach, weil man so beisammen sitzt, zusammen essen, weiß, und zusammen singen, keine Ahnung, alles Mögliche. Und es ist einfach ein besonderes Fest. Und ich hoffe, ihr könnt es genauso genießen wie ich. Genau, ihr Lieben, dann wünsche ich euch auch noch schöne Weihnachtsfeiertage.
die wahrscheinlich ihr wieder bei euren Verwandten etc. verbringt, wenn auch in nicht so großen Kreise. Und ansonsten verabschiede ich mich von euch. Und wenn ihr nächstes Mal, wie gesagt, bei so einem Projekt auch mitmachen wollt, könnt ihr gerne bei mir auf Instagram vorbeischauen. Ansonsten habt noch einen schönen Tag und vor allem genießt die Winterferien. Bis dann!